Sehr geehrte Fahrgäste, wir kommen jetzt die nächste Aufgabe, die wir fahren. Wir sind jetzt gerade eben zu Sie gefahren und wir sind noch nicht im Spiel, sondern wir sind im Hauptmenü. Und zwar heute fahren wir die 30 Minuten mit Ansagen auf der Linie S5 nach von ich würde erstmal von Depot cutten, dann würde ich von Hauptbahnhof starten und bis nach Bad Vilbel fahren. Mit den Ansagen, dass es hier mit dieser Ansage hier S6 und die fahren natürlich hin und dann hört man richtig hin und entspannt euch und so. So, wir starten natürlich realistisch in den Depot und das ist natürlich auch so Punkt, wenn ihr Beispiel so denkt, als Schichtmeister brauche ich natürlich auch so ein Depot, muss man sich alles freiwillig machen. Wenn es mal eng wird, dann der Fahrplan nicht hinbekommt oder Störungen und so. Da hat man sich erfunden. Man hat Probleme mit seinem Zug. Zwischendurch. Ja. Ich habe mal gedacht, das Ganze, das war die erste Liste, jetzt kommt die zweite dazu. Und ja, mal gucken. Das andere ist schon mal ein Hochladen dran. Ne? Oh Gott, ich habe 2 Stunden an der Konsole gehockt. 2 Stunden, man muss sich überlegen. Oh. Gehe wahrscheinlich auch nicht mal so 4 Uhr nicht ins Bett, sondern wahrscheinlich 3. Bisschen der Körper, ein bisschen Abschaltung. Runterfahren. Ja, ist natürlich halt, ne? So, ich würde mal hier cutten. Du musst Fahrerwechsel, Führerstand. Außendepot, Bahnsteig 2. Stopp den Führerstand und fahr dann halt Richtung Hauptbahnhof. Alles klar. So, aber ich würde hier mal cutten. Wir sehen uns bis zum Hauptbahnhof. So, wir kommen am Frankfurter Hauptbahnhof und wir fahren jetzt die S6 nach Bad Vilbel. So, ich bin jetzt gerade, jetzt aber ich bin jetzt auf Sendung wieder und machen wir jetzt auf den Weg. Okay, wir sind fast pünktlich, aber es wird nicht so lange bleiben. Das war ein Warnpfiff. Wer jetzt noch einsteigen will, hat gleich Pech. Weil ich gleich losfahre. Mach Tür zu. So, Abfahrt. Ja, ist ja gut. Hab's gemacht. Ach, wie? Muss Fahrerwechsel durchführen? Ja, warum sagt da keiner? So, Fahrerwechsel. Ja, siehst du, Fahrerwechsel hat er schon gesagt. Zack, befreien wir auch schon mal hier. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, S6 nach Bad Vilbel. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ansagen. Hab's gehört, wieder die Willkommensansage. Der hat mir gefehlt. Ach, schön, Frankfurt hier. Hab schon lange war nicht mehr in Frankfurt mehr gewesen. Aber wie gesagt. So, sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in einem Verkehrsverbundes in Richtung S6 nach Bad Vilbel. Wünschen eine angenehme Fahrt. Jetzt Schluck trinken, ich hab Durst. So, raus hier. Mal ein bisschen Gas geben. Wir sind nicht so gut planmäßig. Wenn wir einmal verkacken, dann müssen wir natürlich. Da, Quitschi. Zack, Foto gemacht. Nächster Halt, Galluswarte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hört ihr was? Ein bisschen an, ist schon an. Ah, ein bisschen lauter. Vielleicht geht es etwas lauter. Das oben war nicht angekommen. Ja. Galluswarte. Ausstieg links. Verehrte Fahrgäste,
Aufgrund eines Polizeieinsatzes ist der S-Bahn-Verkehr zurzeit noch unregelmäßig. Wir bitten um Entschuldigung. Und rum. S6. Bad Vöbel. Ich habe auch eingestellt, alles so gemacht worden. Das ist natürlich die angepasste Matrix, die man runterladen kann. Ist viel angenehmer. Da. Da. Da kommt der. 30 Minuten, das hört sich sehr gut an. Auch nicht überall zu halten. Doch, doch. Wer noch einsteigen will. Tür zu. Zu spät. Abfahrt. So. Kommt noch einer? Mal einsteigen oder wie? Verehrte Fahrgäste. Aufgrund eines Polizeieinsatzes ist der S-Bahn-Verkehr zurzeit noch unregelmäßig. Wir bitten um Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Sehr geehrte Fahrgäste. Ab geht's. Am Morgen, schöner Morgens hier. Morgens, ey. Wetter. Nächster Halt, Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Frankfurt Fair. Exit to the left. Ja, Messe. Und zack, zerdrücken. War pünktlich. Da ist die Messe. Ist er verrückt geworden? Okay, alles klar. Fernlicht aktiviert. Das war viel angenehmer. Ja, Messe. Warum pfiffen? So, will noch einer einsteigen? Tür sind zu. Das hat man auch in Realität auch so, wenn der Ruck ankommt. Zack. Perfekt. Der wie so ein Ruckhörter. Aber leicht noch aufgibst. Realistisch an. Nächster Halt, Frankfurt West. Frankfurt West. Nächster Halt, Frankfurt West. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg links. Okay. Na, macht sowas Geräusche hier heftig.
Ist ja eine unten noch? Ach, der Intercity. Woher? Intercity. Meine Güte, ich hab's ja geahnt. Er fährt ja auch die RE30 und RE98 auch hier rüber. Aber will bitte schön Frankfurt West aussteigen? Ich nicht. Über Hauptbahnhof. Zack. Klack. Abfahrt. Weiter geht's. Jetzt hier runter. Das ist die Strecke S-Bahn Rhein-Main. Hätte ich noch vergessen zu sagen. Klack, klack. Klack, 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 klack. Ja, ja, immer warnen. Sehr wichtig. Es gibt viele Menschen, die Amok laufen. So ein Scheiße, ey. Die Leute denken, für ihn ist nichts mehr. Was aber traurig finde. Klack, 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 klack. So, 130. Jetzt aber. Früh. Mal gucken, wenn sie andere Sicht haben oder sowas. Aha. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Der nächste. Ich muss sagen, es läuft ziemlich gut. Andere Video ist schon ja angekommen. Ne, noch nicht, aber ist noch eine Verarbeitung. Ihr wisst doch, wie lange das YouTube da lange braucht. Scheiße lang. Aber es läuft. Mal, ich freue mich ja schon auf den Edersee, ne? Jetzt mal ein bisschen abbremsen. Wichtige Nummer, abbremsen, ein bisschen etwas abbremsen hier. Sonst haben wir natürlich reingedonnert. Das ist auch nicht so toll. Nächster Halt, Eschersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach so, ich wollte mal was erzählen. Und zwar, wenn ihr die Ansagen auch reinhaben wollt, müsst ihr das Ansagenpack runterladen und installieren. Alles reinkopieren. Dann müsst ihr natürlich in einen Ordner, wo die Aufgabe drin, wo die Ansagen drin ist, müsst ihr unbedingt da was reinkopieren, weil das wird da so gemacht, das wird da euren Rhythmie da empfohlen. Dann läuft das. Ja. Ach, meine Güte, wieder schon wieder kalt draußen. War warm, war kalt. Ah, oh, ist das scheiße, ey, wenn es so weitergeht, ne? Da ist, kommt der Kreislauf, der Rhythmus durcheinander. Man weiß nicht, was man anziehen soll. Man da und so. Och, das Wetter macht, was er will. Ja, ist ja halt, ne? Ach, ich hoffe, dass es bald ein bisschen minimalen Temperaturen ein bisschen hochgehen. Ist so unerträglich. Guck,
Nicht mal so weit mehr. Der Area 41, der jetzt auch bei Bad Vöbel, bei Regiobahn ist. Das ist unser bekannter 4320. Das sieht realistisch aus hier, der RVMV Rhein, egal. S-Bahn Rhein-Main, Deutsche Bahn natürlich. Dann steht das Video mit Video überwacht, ja. Parkkarte mit gültigem Fahrschaftsweis. Licht gut. Es läuft, ne? Kann man hier ein Foto machen, oder? Ja, komm. Auch wenn man dieser Mensch mal weggeht, ey. Das ist immer so eine Sache. Zu spät. Wichtig. Weg da. Abfahrt. Juhu! Rücken! Der verpasst den Zug. Alter! Das war ziemlich flott gewesen, ne? Ja. Klack, 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 klack. Nächster Halt, Frankfurt Berg. Da kommt er. Der nächste. Oh. Scheiße, war ein Fehler gewesen. Nee, ist eine Verarsche. Manchmal tun die mich veräppeln, diese Signale da. Das ist ein bisschen, naja. Ah, scheißegal, ey. Ihr darf 60. Oh, scheiße. Darf runter. Muss runter. Frankfurt Berg. Nächster Halt, Frankfurter Berg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte halten Sie Abstand, Bahnsteigkante. Ah, ich kann überdrücken, Alter. Geil. Klack, klack. Frankfurter Berg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug und Bahnsteigkante. Lückenunterschied. Zug und Bahnsteigkante. Sehr geehrte Fahrgäste. Bitte beachten Sie, dass die Rampen nicht ausgefahren nicht können. Wenn er natürlich Einschieb Hilfe braucht, geht's hier nicht. Nur anderen Bau rein. Ist sowieso noch ein bisschen. Und zack. So, jetzt habe ich ein rotes Signal. Toll. Ja, toll. Jetzt darf ich warten. Der tickt schon hier. Schaut mal hier. Der tickt. Weil jetzt, ja, jetzt warten muss. Da kann ich schon mal einen Schluck was trinken, ey. Wann er kommt, das weiß ich nicht. Krieg gleich eine Info. Der Lokführer wird gleich ankündigen. Ich habe doch gesehen, dass aufgrund eines schneller fahrenden Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Der vorhandene Streckenabschnitt ist ein Zug belegt. Wir bitten Sie, das ein bisschen zu Verständnis. Vielen Dank. Und zwar, da ist natürlich so eine Aufgabe, wo die mit U-Bahn fahren tust, da spricht dann offiziell der Lokführer. Hab ich mal angezockt. Na, war nicht so toll, das war komplett Wirbel. Das war ein bisschen anders. Kann man aber auch mal anzocken, aber das will ich nicht. Habe ich grün? Nee, rot. Da ist rot, seht ihr? Das Signal, Signale, Mann! Signale, das sind die realistischen, die man aus meiner Ecke kennt hier, das sind die schönen aus hier. Das ist so ein kleines Signal, sieht gut beleuchtet aus. Oh, was ist das denn hier? Ach du Kacke, ich muss rein hier. Na, siehst du doch mal gleich Tür zu, ne?
Zack. Schaut trotzdem zu. Super Abfahrt. Gleich geht's los. Komm. So. Ich hab fahren. Mein Dienst geht weiter. Supi. Alter. Muss sagen, ich habe keine Probleme mit der Frames. Hab keine Probleme. Es läuft ziemlich gut. Nicht zu viel. Weißt du doch, dann bremst er mich ab wieder. Der hat wieder Macken und dann grün, freie Fahrt. Ab geht's, die Post. Weiter geht's. Nein, zu spät. Siehst du, mein Freund, so kann's abwärts gehen. Siehst du, mein Freund, so kann's abwärts gehen. Ja, siehst du, das mag er nicht. Jetzt kann man wieder weiterfahren. Relativ darf man auch gar nicht, man muss abwarten. Ach du Güte, immer diese. Komm, gib Gas, wir haben noch was vor. Komm. Bitte jetzt nicht bremsen. Oh, jetzt hast du was mit Handy hier. Weil keine Sorge, kann beides. Ach, WhatsApp. So, einen Moment, ich schreibe gerade. So, alles klar. So, können wir weitermachen. Darf ich 130 fahren? Weil der blinkt noch. Ja, alles Wetter, macht alles durcheinander. Los, na, raus hier. Hörst du brummen? Gleichfalls, danke. Habe ich schon grün? Ah, ich darf weiter. Freifahrt. Aha. Jetzt Gas geben. Volle Pulle. Gib ihm. Yeah. Ruhe. Wenn ihr jemand will, sie verliere. Darf ich jetzt wieder abbremsen? Das ist natürlich realistisch so. Wir haben gerade um 5 Uhr. Nächster Halt. 3:40. Werkersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte halten Sie Abstand. Bahnsteigkante. Lückenunterschied, Zug und Bahnsteigkante. So hört er realistisch an. So hört er Realität auch an. Glaubt mir. So hört er sich realistisch an. Ja, kann man natürlich auch Videos gucken. So hört er sich realistisch an. Aber machen wir das Fernlicht aus, Alter. So, das Normale jetzt mal jetzt einfach nur an. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Komm, mal reingucken hier mal ins S-Bahn rein, mein hier. Guckt, Sitze haben die schöne Quietschsitze. Aber in der Realität sieht ganz anders aus. Wenn man da was vergleicht tut, mit dem Spiel und der Realität, dann merkt man einen kleinen Unterschied. Man merkt einen kleinen Unterschied. Ja. Ach, jetzt so. Kommt doch einer. Lass mal gleich losfahren. Ah, ich weiß schon, was ihr wollt, ne? Ich weiß ja schon. Ich weiß ja, was ihr Bock habt. Na komm, Trainspotten machen wir. Immer wo die Menschen stehen, das ist einfach uncool. So. Oh! Was war das denn gewesen? Hat quietscht. Da fährt er. Der S-Bahn. Da ist er. Die Farbe. Hä? Gib Gas.
Sollen wir hier mal eine gute Aussicht, mal gucken, wo da ist. Wo sitzt er denn? Hallo? Hallo? Da ist der Zug doch, da ist er doch. Da ist der kleine Zug, da ist er doch. Bad Vöbel Süd kommt jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, dann ist halt Bad Vöbel Süd. Danach 100. Kann ich schon mal abbremsen. Gut für Kurt Weiler haben. Na, was ist los? Aha, interessant. Ja, jetzt hat er sich wieder. Das kennen wir immer, den Ruckler. Das ist natürlich halt, ne? Die Engine ist auch ein bisschen, naja. Außer kein Grafikmod, ich habe. Kann ja einfach mal ohne auch mal so fahren, ey. Außer bestimmten Voraussetzungen für den Grafikmod gute Einstellungen besitzen zu können. Und dann geht's gut. Bad Vöbel, Süd. Nächster Halt. Bad Vilbel Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zugbahnsteigkante. Ausstieg rechts. Und vor. Oh. Jetzt komm, einsteigen, bitte zurückbleiben. Bitte einsteigen, bitte. BS6 nach Bad Vöbel. Zurückbleiben. Okay, Tür zu. Tür schließen sich. Zurückbleiben. Oh. Oh, was war das denn gewesen? Das war ziemlich straff gewesen, gefahren, ey. Das war ziemlich straff. Oh, viel Donner weg, weg, Alter. Was für eine Geschwindigkeit das Ding, Alter. Oh, oh, oh. Alter. Weggeschossen. Na. Nächster Halt, Bad Vöbel, bitte alle aussteigen. Wie viel kommen denn an? Guck mal. Mal gucken. 52, ja, das passt schon. Gegenschicht beendet. Nächster Halt, Bad Vilbel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte steigen Sie alle aus. Der Zug endet dort. Wir verabschieden uns von Ihnen und würden uns freuen, Sie bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Sie haben alle Anschlussmöglichkeiten. S-Bahn. Und Regionalverkehr. Bitte halten Sie Bahnsteigkante, Aufstieg rechts und Zug für Zugziehanzeige am Bahnsteig und Lautsprecher sagen am Bahnhöfen. Bitte alle aussteigen. Bitte steigt alle aus. So, jetzt rüste ich ab. So, abgerüstet. Natürlich, ne? So. Ganz einfach. Richtungswender gewinnen. Super. Wumms. So, Licht an. Vorbereitet. Schnell ein bisschen vorbereiten hier ein bisschen. Hopp mal auf. So, Leute. Ich würde mal so sagen, wir haben es geschafft. Wir haben ihn hingebracht. Jetzt habe ich umgerüstet und zurückgeschildert. Und wir haben es geschafft, bis nach Bad Vöbel zu fahren. Die 30 Minuten kann ich empfehlen, so runterzuladen. Und ich verabschiede mich. Mir hat es gut gefallen.